Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem heutigen Futtertest. Heute habe ich 4 Sorten für euch zum Testen. Das erste ist von Terracanis. Und ja, hier machen wir Tricks. Leg ist nicht so begeistert, irgendwas gehört. Hinten, das ist weiß, ist übrigens der Nebel. Und ja, was soll ich sagen? Das Futter riecht etwas komisch, aber ihr seht, Leg macht Festes, er verträgt es, er hat kein Durchfall, keine Blähungen. Wenn ihr irgendein Geräusch hört, hört ihr überlegen, auf der anderen Seite hat er eine Baustelle und die stressen etwas. Und ja, darum ist er ein bisschen gestresst, hier machen wir schön Tricks. Jetzt bildet er den Zug an übrigens, er bildet noch nicht an. Fein, Leggy. Ja, er ist halt ein bisschen gestresst von der Baustelle auf der anderen Seite. Aber ich hoffe, sie sind bald fertig, es nervt nämlich. Ja. Zum Futter kann ich nicht viel sagen, hier kann ich übrigens das Futter holen. Und also ich werde euch am Schluss von dem Video werde ich euch ein zeigen, was drin ist. Sie seht, was drin ist. Also es ist getreidefrei, es ist das, was mir wichtig ist, es hat kein Huhn, es ist Rind. Und hat auch andere Sachen drin. Ich kann euch nicht sagen. Da kann ich das Strolchis von Hirsch. Übrigens, das ist auch Strolchis, ich habe es nur vergessen zu sagen. Und das ist mit Hirsch. Und ihr seht, ich habe 4 Suchspiele gemacht, weil ich nicht motiviert war für Tricks. Dann habe ich einfach ein paar Suchspiele gemacht. Hat auch geklappt, hat eine Freude gehabt. Sind zwar sehr klein, also wenn ich jetzt so schaue, sehe ich sie gar nicht. Und ja, sorry für das Wackeln, ich habe die Kamera in der Hand, habe das Stativ noch dran und habe ein bisschen Probleme gehabt mit Halten und dann wackelt sie ein bisschen. Ich hätte besser das Stativ weggenommen, hätte besser so gefilmt. Und hier ist er schon fertig, schon unmontiert. Hier hört ihr jetzt übrigens den Flieger. Jetzt lege ich ein bisschen nervös. Leggy, er sucht hier das Video weiter. Ich habe noch ein paar Leckis verteilt, dass man es noch suchen kann. Und wenig. Ich ist ein bisschen heute ein bisschen durch. Und wie ihr seht, es schmeckt. Er hat auch vertragen, er hat keinen Durchfall bekommen. Ich werde am Schluss auch ein Foto reintun von den Inhaltsstoffen. So mache ich jetzt das. Habe mir überlegt, mache ich das jetzt, dass ich Inhaltsstoffe reintue, dass ihr seht, was drin ist. Vielleicht wäre es auch was für euch. Es gibt sicher Terracanis auch bei euch. 100% Pro, es kommt ja von Deutschland. Ich möchte gestreichelt werden. Und ja, das war's eigentlich. Mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß gar nicht, was ich alles bei Futtertest erwähnen soll. Und dann mache ich es jetzt so. Wenn ihr Tipps habt, immer her damit bitte. Und was ihr wissen wollt noch dazu. War habe ich bei Fisch habe ich die Holzdenkspiele genommen. Diesmal keine Parkour. Ihr seht, das erste Denkspiel kann jetzt langsam. Auch ohne meine Hilfe. Ich habe das Spielzeug zwar schon ewig, aber irgendwie wollte er mir Hilfe, beziehungsweise ich habe falsch gemacht, habe ihm Hilfe gegeben. Hier versucht er weiterhin bei dem zu suchen. Und ja, wie ihr seht, Fisch kommt immer gut an. Also wenn ich gegen eine Freude machen muss, muss ich nur Fisch kaufen und er liebt es. Ich kenne keinen Fisch, der nichts verträgt oder nicht frisst, besser gesagt. Er überlegt jetzt, er riecht noch was. Er findet es nicht, jetzt hat er es kapiert. Und ja, also er liebt es, er verträgt es. Hier hat er das Gefühl, er kriegt heute mit anderen noch mehr. Ein bisschen Startschwierigkeiten von ihm. Aber wie ihr seht, frisst er es, er verträgt es, er liebt es. Ich werde auch hier, bei jedem eigentlich, werde ich am Schluss ein Foto habe ich gemacht von den Inhaltsstoffen. Und ja. Ja, seht ihr, Denkspiele, die ich selbst gemacht habe mit meiner Schwester zusammen. Und hier hat er ein bisschen Startschwierigkeiten, weil ich nicht kapiert habe, was ich von ihm wollte. Aber ja. Ja, ja. Ein Futter, das ich selber nie gesehen habe. Es ist von Lande. Trutenfleisch. Und ihr seht, es ist so ganz klein. Es ist wirklich für kleine Hunde perfekt. Also wenn man so Chihuahuas hat oder Spitze, also Kleinspitze und so, ist es perfekt.
weil es ist wirklich für kleine Hunde perfekt. Was eigentlich für kleine Hunde ist, hätte der gekaut extrem lange drauf. Das hat er manchmal, dass er extrem lange drauf kaut, obwohl es so klein ist, dass er noch runterschlucken müsste. Ich dachte am Anfang, er würde es nur runterschlucken, aber ja. Ich mache hier ein paar Tricks. Hier mache ich übrigens den Trick Hieno, das ist Lippen lecken. Hier will ich dann detaillieren, dass er wirklich die Lippen leckt und nicht nur die, also das Maul aufmacht und ein bisschen leckt, sondern wirklich über die Lippen leckt. Hier kapiert er einfach nicht, dass er das nicht winken soll. Das hat er manchmal in letzter Zeit so versucht, aber er wird ein bisschen krank. Zumindest ist er ein bisschen verfressen. Das ist mir letztens aufgefallen. Und warum ich hier noch das Hintergrundsystem habe, hier schaue ich übrigens, ob er drauf ist, aber schaue ich so komisch. Und sorry für die Frisur. Also die Frisur hätte ich besser etwas anderes machen sollen. Aber warum ich hier das Hintergrundsystem noch nicht genommen habe, ich habe gemerkt, wo ich Fotos gemacht habe, wenn es von der rechten Seite Sonne reinkommt, kommt es zur Zeit nicht, aber wenn es von der Sonne reinkommt, sieht man den Hintergrund trotzdem. Und das ist ein bisschen doof. Und ja, warum ich hier die alten Tricks übe, weil erstens, wenn ich merke, lege ich es ein bisschen gestresst, übe ich lieber die alten Tricks, die kann er schon, es wird einfacher, hier hört übrigens der Bus. Und das belohne ich immer wieder, dass er lernt, dass der Bus ihm nichts macht. Er hat halt das typische Hüteverhalten und möchte Busse, Zug und so hüten im Haus her. Ich weiß nicht warum, aber er hat das. Ich bin echt stolz, dass er den Diener endlich kann. Aber zum Futter. Es ist auch getreidefrei, das hätte ich auch nicht genommen. Und ja, er frisst es, er verträgt es. Ich habe gewusst, dass er die Rute eigentlich gerne hat. Er verträgt nämlich vom Huhn her nur das Huhn selbst nicht. Und hier sieht leider gar nicht, was ich hier mache. Es tut mir leid. Aber jetzt sieht es besser. Jetzt sieht es. Gut. Und zum Futter, eben das Einzige, was nicht verträgt, ist Huhn selbst. Denn Truthahn und Ente verträgt er und frisst er auch gern. Huhn wird auch fressen, aber Huhn ist das Problem. Er kriegt meistens Blähungen oder bei Storchen Huhn drin, ich weiß nicht, was es ist, kriegt er einfach Durchfall. Was auch nicht so angenehm ist, die Blähungen sind zu fangen. Aber es hat sich ein bisschen blöd angestellt, obwohl es lustig aussah. Aber ja. Und hier winkt in die Kamera und wir verabschieden uns. Danke fürs Zuschauen.